Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich zeigen möchte, wie ich dieses kleine Granny häkel. Ich bezeichne es als Granny 2 und das heißt eben auch, dass es bei mir in den Videos schon eine kleine Anleitung für ein Granny 1 gab. Und Granny 1 sieht so aus. Jetzt aber zu Granny 2. Ich habe hier ein Baumwollgarn mit ca. 125 Meter Lauflänge auf 50 Gramm und eine Häkelnadel in 2,5, da ich recht locker häkel. Natürlich kann man, wie ich auch schon bei Granny 1 sagte, das theoretisch aus jeder Wolle fertigen, die man möchte. Man kann auch Reste aneinander häkeln. Da dürft ihr euch ganz frei fühlen und hier eben diese Variante. Mir ist wichtig, dass ich sie alle in einer Größe arbeite, die ca. 10 mal 10 cm ist und die genau eine Maschenanzahl auf einer Seite hat, identisch mit meinem Granny 1 und den folgenden Grannys, damit ich diese kleinen Grannys nachher auch untereinander kombinieren und zusammenhäkeln kann für eine Decke. Natürlich kann man auch nur ein Granny arbeiten und damit die vielen verschiedenen Grannys aneinander setzen. Man kann auch dieses eine Granny immer in Runden weiter häkeln, um daraus ein einzelnes Stück 40 mal 40 für ein Kissen, 60 mal 60, 70 mal 70, 80 mal 80 zu häkeln, so wie man es möchte. Ja, da dürfen wir uns ganz frei fühlen, aber nun soll es darum gehen, wie dieses kleine Granny gehäkelt wird. Ich benötige also mein 100% Baumwollgarn und lege mir als erstes eine Fadenschlinge. Wieder erwähne ich sehr gerne, dass jeder natürlich seine Häkelnadel hält, seinen Fadenring legt, wie er es gewohnt ist. Und wer ganz neu beginnt, kann gern schauen, ob er mit meiner Art klarkommt. Ich arbeite es halt so, wie ich es für mich seit Jahren kenne. In diese Fadenschlinge hole ich mir einmal den Faden hinein, habe dann eine Schlinge auf der Nadel und die Fadenschlinge ist hier befestigt. Ich häkel dann diesen Anfangsfaden, den kleinen hängenden Anfangsfaden mit ein, so dass ich die Schlaufe nachher zuziehen kann und es dann auf der Rückseite vernähen kann. Für ein Stäbchenersatz, damit ich in die Höhe komme, benötige ich 3 Luftmaschen. Dafür hole ich einmal den Faden und ziehe ihn durch die Schlinge. Das ist die erste Luftmasche. Die zweite, die dritte. Jetzt wird gleich die Ecke gearbeitet und dafür häkel ich noch einmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann häkel ich in den Fadenring 3 Stäbchen. Für das Stäbchen hole ich den Umschlag, den Faden auf die Nadel, steche in den Fadenring, hole den Arbeitsfaden, habe 3 Schlingen, Schlaufen auf der Nadel und häkel jetzt zunächst 2 ab, dann nochmal 2 zusammen ab. Und das wiederhole ich jetzt noch 2-mal, so dass ich 3 Stäbchen nebeneinander habe. Wieder 3 Luftmaschen, die ergeben dann die Ecke. Und wieder 3 Stäbchen in den Fadenring. Jetzt muss ich mir meinen Faden hier mal ein wenig ziehen, damit er mir hier nicht entfleucht. Den brauche ich nämlich noch, damit ich den Ring nachher zuziehen kann. Wieder 3 Luftmaschen.
Luftmaschen für die Ecke und 3 Stäbchen in den Fadenring. Ziehe ich das mal ein wenig zusammen, dann erkennt man schon langsam die Form des Grannys. Für die nächste Ecke wieder 3 Luftmaschen. Und jetzt habe ich dann schon die 4. Ecke. Das heißt, ich häkel hier nochmal auf die Gerade ein Stäbchen und ein zweites Stäbchen. Und das 3. benötige ich nun gar nicht, denn zu Anfang haben wir ja 3 Luftmaschen als Ersatzstäbchen gearbeitet. Da steche ich jetzt in die oberste Luftmasche von diesen 3 ein und arbeite eine Kettmasche. Ich ziehe also den Faden gleich durch. Jetzt ziehe ich nochmal meinen Ring hier zusammen. Nun kann man schon gut die Form des Grannys erkennen. Die großen Löcher mit dem darüber liegenden Luftmaschenbogen bilden die Ecke und das sind die Stäbchengruppen, die jetzt unsere gerade Seite bilden. Nun geht es in Runde 2. Dafür nehme ich eine Kettmasche in die erste Luftmasche des Luftmaschenbogens der Ecke, damit ich ein wenig weiter in die Mitte der Ecke komme. Häkel 3 Luftmaschen als erstes Steigestäbchen und noch 3 Luftmaschen wieder für die Ecke. Dann in den Luftmaschenbogen um den Bogen herum 3 Stäbchen häkeln. Also einfach in das Loch, in die Ecke eintauchen und 3 Stäbchen häkeln. Nun häkle ich eine Luftmasche und mit dieser einen Luftmasche übergehe ich die Stäbchengruppe der Vorrunde. Und häkel in die nächste Ecke um diesen Luftmaschenbogen herum wieder meine Stäbchen. Nämlich 3 Stück an der Zahl. Wieder eine Stäbchengruppe. Eine Stäbchengruppe sind in diesem Granny immer 3 Stäbchen. Jetzt benötige ich die Ecke und die besteht wieder aus 3 Luftmaschen. Und noch einmal 3 Stäbchen in die Ecke der Vorrunde um den Luftmaschenbogen. Eine Luftmasche, mit der ich die Stäbchengruppe übergehe und in die nächste Ecke wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also das sind jetzt die ersten 3 Stäbchen, dann folgen 3 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen in die Ecke. Da kann man immer so schön in das Loch eintauchen, muss gar keine Masche suchen. Es lässt sich also ganz flott weghäkeln. Auf der geraden Seite eine Luftmasche, damit die Stäbchengruppe der Vorreihe übergehen und in die Ecke wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Das sind die ersten 3 Stäbchen, die 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. Die Seite, die Gruppe, übergehen wir wieder mit einer Luftmasche
und tauchen jetzt in die nächste Ecke ein, häkeln aber tatsächlich jetzt am runden Ende nur noch zwei Stäbchen in die Ecke hinein, da wir ja am Beginn der Runde drei Luftmaschen als Steigestäbchen gearbeitet haben. Da gehe ich jetzt wieder in die oberste Luftmasche, also in die dritte, häkel eine Kettmasche, habe zur Runde geschlossen. Und in die nächste Luftmasche, wie wir es bereits eben gemacht haben. Und da ist es ganz egal, ob ihr da in ein Fadenglied oder in beide. Ich nehme mal nur eins, ist mir sonst zu puzzelig, weil wir über Häkelns ja eine Kettmasche arbeiten. Wir überhäkeln das, das sieht man nachher nicht mehr. Wieder drei Luftmaschen als Steigestäbchen, drei Luftmaschen für die Ecke, drei Stäbchen noch in die Ecke hinein. So, die Stäbchengruppe übergehen wir wieder mit einer Luftmasche in die nächste Lücke, um das nächste, um die nächste Luftmasche hier, um den nächsten Luftmaschenbogen, wollte ich sagen, der in dem Fall nur aus einer Luftmasche besteht, tauchen wir wieder ein und häkeln wieder eine Gruppe mit drei Stäbchen hinein. Die Stäbchengruppe wird wieder mit einer Luftmasche übergangen und dann sind wir wieder in der Ecke. Und da kommen wieder hinein drei Stäbchen, für die Ecke drei Luftmaschen und noch drei Stäbchen. Dann die Gruppe wieder mit einer Luftmasche übergehen und in das nächste Löchlein eine neue Gruppe arbeiten mit drei Stäbchen. Die Gruppe wieder mit einer Luftmasche übergehen und das ist dann wieder die Ecke, drei Stäbchen. Drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Ja, und dieses Prinzip wiederholt sich jetzt ständig, bis wir hier am Beginn wieder ankommen. Dann häkeln wir wieder hier in das letzte Loch, sage ich mal, der Vorrunde, kommen ja noch mal eine Stäbchengruppe mit drei Stäbchen. Dann folgt ja noch mal eine Luftmasche, um die Stäbchengruppe zu übergehen. Und in diese letzte Ecke wieder zwei Stäbchen reinhäkeln. Nur zwei, weil da sind schon drei Luftmaschen, die sind da Steigestäbchen. Dann haben wir auch in der Ecke wieder drei eine Dreiergruppe, häkeln wieder eine Kettmasche, um vorzugehen und wiederholen das ganze Prinzip immer wieder in Runden rundherum. Immer in Runden. Ich habe hier insgesamt 5 Runden gehäkelt, was bei mir halt circa 10 mal 10 cm ergibt. Die Zentimeterangabe ist mir in diesem Fall, weil es eine Decke werden soll, nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für mich die Maschenanzahl zwischen den Ecken. Da habe ich hier 19 Maschen nach der 5. Runde. Denn ich habe auch bei meinem Granny 1 zwischen den Ecken 19 Maschen nach der 5. Runde, sodass ich diese Grannys dann
in einem nächsten Schritt miteinander verbinden kann. Das nur schon einmal als Vorgriff, das kommt aber dann gesondert. Ich wollte nur eben noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, wenn wir Grannys aneinander häkeln wollen, dass eben auf jeder Seite die identische Maschenanzahl sein muss. Dann häkeln wir jetzt mal unser Granny fertig. Ziehen hier unseren Anfangsfaden auf der Rückseite nochmal fest, vernähen den ein kleines bisschen hier in dem Anfang nochmal, knappkantig abschneiden und den Restfaden, den nur einmal durch die Schlaufe ziehen, abschneiden, Faden rausziehen, dann hängt er so wie hier. Oder auch wie hier. Und so lasse ich ihn auch erst einmal dran hängen. Die vernähe ich gar nicht. Ich erspare mir mittlerweile dieses doch etwas mühselige oder lästige Fäden vernähen, weshalb dann auch diese ganze Granny-Aktion manchmal nicht mehr so viel Freude bereitet. Mir bereitet sie sehr viel Freude. Und deshalb spare ich mir das beim Zusammenhäkeln. Häkel ich die Arbeitsfäden einfach mit ein. Aber das kommt dann in einem gesonderten Video. Hier geht es ja jetzt erst einmal um Granny 2. Und da wünsche ich viel Spaß beim Häkeln. Bis bald zu Granny 3. Tschüss!